Als letztes möchte ich jetzt noch auf die Dimensionierung der Eingangskapazität CE des Tiefsatzstellers eingehen, um tatsächlich zu zeigen, wie das Verfahren nach dem Kochrezept funktioniert. Können wir auch beim Tiefsatzsteller anwenden. Könnte es natürlich zuerst die Frage kommen, okay, wo ist denn dort eine Eingangskapazität, weil wir dort ja eine Eingangsspannungsquelle hatten. Das heißt, wir wollen jetzt die Schaltung mal aufzeichnen, wie man sie häufig in der Praxis dann weiter verwendet. Tatsächlich hätten wir jetzt eine Quellspannung. Achtung, ich bezeichne die jetzt bewusst nicht mit UE, wo unser Tiefsatzsteller angeschlossen ist, beziehungsweise unser Abwärtswandler. Das heißt, ich habe dort wieder den Schalter, Diode, Induktivität, Ausgangskapazität und Lastwiderstand, wobei uns das jetzt nicht weiter erstmal interessiert. Und wir hätten am Eingang hier auch einen Kondensator. Und das wäre jetzt der Eingangskondensator dieses Tiefsatzstellers. Und tatsächlich wollen wir jetzt angucken, wie wir den dimensionieren. Das heißt, der wird häufig zum Beispiel Teil eines Eingangsfilters sein. Bewusst oder unbewusst wird dann zwischen der eigentlichen Spannungsquelle und dem Eingang des Tiefsatzstellers, wo wir dann hier wieder die Spannung UE haben an diesem Kondensator, wird tatsächlich eine Induktivität sein. Ich male die jetzt mal ein. Welche Induktivität ist das? Entweder ist sie als Filterinduktivität eingebaut oder das ist einfach die Induktivität der Zuleitung zwischen unserer eigentlichen Quelle und dem Eingang des Kondensators. Und wir haben dann diesen Eingangskondensator, um einen möglichst kurzen Stromflusspfad für die gepulsten Ströme, die hier reinfließen in den Tiefsatzsteller, zu gewährleisten. Häufig aus EMV-Gründen. Das heißt, meistens am Eingang des DC-DC-Wandlers haben wir direkt kurz diesen Kondensator, um diese Masche hier möglichst klein zu machen, in der eingeschalteter Strom fließt. Und bei dem können wir jetzt betrachten, wie wir an dieser Stelle unser Kochrezept anwenden für die Dimensionierung von Kondensatoren, falls wir so geschaltete Ströme haben, weil wir jetzt Mittelwerte annehmen können. Das heißt, wir werden uns jetzt anschauen, den Strom IS, der zusammenhängt wieder mit dem Strom in der Induktivität und werden dann schauen, okay, wie sieht jetzt tatsächlich der Strom in diesem Kondensator aus und dimensionieren damit diesen Kondensator. Dazu machen wir noch folgende Annahme. Tatsächlich sehen wir haben hier einen Tiefpassfilter. Wir werden annehmen, dass jetzt der Strom, der durch diese Quelle fließt, der Eingangsstrom des DC-DC-Wandlers ist und konstant ist. Das heißt, hier an der Stelle ein konstanter Gleichstrom ist, der dort reinfließt. Das heißt, wir werden hier annehmen, dass keine Welligkeit in diesem Strom drin ist, weil dann können wir diesen Stromverlauf berechnen. Ich male das mal kurz aus, auf was wir hier haben. Und zwar, was mich jetzt interessieren wird, ist der Strom IS. Den haben wir uns schon angeguckt bei den Zeitverläufen beim Tiefsatzsteller. Und was mich dann weiter interessiert, ist der Strom IC, den wir in dem Kondensator haben. Jetzt nehmen wir mal die realen Stromverläufe. Tatsächlich werden wir die dann gleich weiter vereinfachen. Wir haben gesehen, der Strom in diesem Schalter hat so einen trapezförmigen Verlauf. Das heißt, nimmt zu während der Einschaltzeit des Schalters und ist 0 während der Restdauer der Periode. Das heißt, der würde irgendwie so aussehen. So wie wir es beim Tiefsatzsteller uns abgeleitet haben, das wäre der reale Verlauf. Während dieses Zeitintervalls D mal T, während der Einschaltzeit der Strom durch die Induktivität und während der Ausschaltzeit gleich 0. Das ist der Strom, der hier fließt. Jetzt wollen wir weiter überlegen, wie kann man das annähern. Tatsächlich haben wir gesagt, wir wollen jetzt mit diesen Mittelwerten rechnen. Was passiert jetzt, wenn der Strom in der Induktivität ein konstanter Strom ist, ein Mittelwert ist, dann ist natürlich jetzt auch in der Mittelwertmodellierung der Strom in diesem Schalter abschnittsweise konstant. Das heißt, hier hätten wir den Wert IL Mittel und dieser gestrichelte Verlauf, das wäre jetzt sozusagen die Näherung für Mittelwerte. Das heißt, ich hätte zwar so einen pulsweitenmodellierten Verlauf, aber ich hätte hier einen konstanten Wert während der Einschaltzeit. Wir haben später kennenlernen, sogenannte Flat-Top-Approximation, das heißt Mittelwertannäherung. Wir haben einfach nur pulsweitenmodulierte Ströme. Und jetzt können wir einfach an dieser Stelle den Stromverlauf IC bestimmen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen den Eingangsstrom IE. Ja, was ist der Eingangsstrom? Das muss sein, wenn der reine Wechselanteil durch den Kondensator fließt, der Gleichanteil dieses Stromes IS. Was ist der Gleichanteil dieses Stromes IS? Das ist ungefähr dieser Wert. Das ist der Mittelwert IS Mittel und der ist D mal IL Mittel. Warum? Weil das einfach ein pulsweitenmodulierter Verlauf ist, wenn wir diese Näherung gemacht haben. Und jetzt können wir den Stromverlauf IC annähern. Das heißt, das hier ist sozusagen diese Mittelwertmodellierung. Wir müssen von diesem Stromverlauf IS, nehmen wir die Näherung oder nehmen wir auch den exakten Verlauf, das ist egal, müssen wir jetzt abziehen diesen Mittelwert. Das heißt, tatsächlich real würden wir kriegen in den Kondensator einen Verlauf, der Strom so zunimmt, dann hier aber negativ ist während der Ausschaltzeit, dann hier wieder springt und zunimmt. Das hier ist der Verlauf IS minus IS Mittel und das ist gerade der Stromverlauf IC. Und angenähert wieder, das Einzige, was sich ändern würde, ist das hier
dann ein konstanter Wert ist und das wäre dann der Verlauf in dem Kondensator des Stromes. Und jetzt können wir den Kondensator dimensionieren, das heißt, wir haben hier während des Zeitintervalls von 0 bis d mal t, mit der Zeitdauer d mal t, haben wir einen Strom durch den Kondensator, der jetzt hier IL Mittel minus d mal IL Mittel und wir haben hier an der Stelle einen negativen Strom minus d mal IL Mittel während dieser Ausschaltphase. Ja, hätten wir hier eine Dauer, wie die Periode zu Ende ist, eine Dauer von 1 minus d mal t und können jetzt hier auch wieder aufgrund von Ladungen die Kapazität bestimmen. Das heißt, im stationären Zustand muss hier das Stromzeitflächengleichgewicht gelten. Ich habe also hier eine Ladungsmenge minus Delta Q, ich hätte hier eine Ladungsmenge plus Delta Q und je nachdem, welche ich nehme, kann ich jetzt den Kondensator dimensionieren. Es wird wieder gelten, Delta Q ist CE mal Delta UE. Wir müssen jetzt vorgeben, okay, tatsächlich, wie groß darf hier die Schwankung der Eingangsspannung sein? Wir werden dort irgendwie einen Mittelwert haben und wir sagen dann, okay, es darf jetzt durch diesen Strom eine gewisse Schwankung verursacht werden. Und jetzt können wir uns überlegen, okay, welchen Wert für Delta Q setzen wir ein? Entweder minus Delta Q oder plus Delta Q. Rechnen wir es mal betragsmäßig. Ich sage jetzt hier an der Stelle, ich betrachte diesen Wert minus Delta Q. Dann sage ich Betrag von minus Delta Q. Was ist das? Das ist die Fläche hier, aber mit positiven Vorzeichen unter dieser Kurve wäre jetzt minus D mal IL Mittel. Davon aber der Betrag multipliziert mit der Zeitdauer des Intervalls 1 minus D mal T. Das wäre jetzt hier die Ladungsmenge und jetzt kann ich genauso sagen, wie wir das vorher hatten. Wir wählen den Kondensator aus, indem wir diese Gleichung auflösen. Das heißt, ich sage jetzt hier, CE ist Delta Q durch Delta UE und setzen wir jetzt hier dieses Delta Q ein. Achtung, wenn wir jetzt hier diese Vorzeichen betrachten, kann ich einfach sozusagen die Betragsstriche weglassen und tausche diese beiden Minuszeichen, weil das hier immer ein Ausdruck ist, der größer als 0 ist. Und dann kriegen wir hier raus, Delta Q ist dann D mal IL Mittel mal 1 minus D. T können wir wieder durch 1 durch F ersetzen, mal 1 durch F und haben dann hier unten stehenden Delta UE. Und jetzt könnte man noch berücksichtigen, dass natürlich an dieser Stelle IL Mittel gleich IA ist, der Ausgangsstrom. Und dann hätten wir hier eine Dimensionierungsgleichung, um den Eingangskondensator zu dimensionieren. Das wäre natürlich wieder bloß die erste Gleichung. Man könnte jetzt eine zweite ableiten. Der ESR dieses Eingangskondensators müsste dann wieder kleiner sein als Delta UE durch IL Mittel plus Delta IL halbe. Warum das? Weil der Spitzenwert, den wir hier haben, IL Mittel plus Delta IL halbe ist. Das heißt, hier haben wir den Wert IL Mittel plus Delta IL halbe. Und um diesen Wert springt maximal der Strom durch diesen Kondensator. Und damit wird das auch die maximale Änderung wieder an diesem Ersatzserienwiderstand sein, den wir natürlich genauso beim Eingangskondensator haben werden. Wobei hier muss man jetzt genauer gucken, wie dann die Verhältnisse sind, ob dann diese zweite Bedingung allein schon ausreichend ist. Tatsächlich ist sozusagen das nur die Mindestanforderung auch hier an diesen ESR und damit haben wir diesen Eingangskondensator auch dimensioniert.